warte mal, jetzt muss ich mal direkt. Muss ich mal kurz überlegen. Die eine links, die andere rechts. Andersrum, völlig egal. Ja, Mensch, von unten sieht das ja auch schon mal geil aus, ne? Also, kann man mal machen, auf jeden Fall. Und dass ich mal jemals mit der Kirche fertig werde, hätte ich ja sowieso nicht gedacht. Und das nächste Großprojekt steht ja schon an. Das nächste Großprojekt, große, kleine Projekt. Da hinten, Berg weg, denke ich mal, weiß ich noch nicht. Also nicht Berg weg ist nicht das Projekt, aber da hinten, da wird sich wohl künftig ein bisschen was abspielen. Vermute ich mal. Sei denn, ich finde noch eine bessere Location. Bin nur auf der Suche nach der richtigen Location, aber ich will mal X drücken. Da hinten ist das. Ja, ich weiß es selber noch nicht. Also die Location, die gefällt da mir noch nicht so ganz. So, den weg. Tschüss. Den weg. Den weg. So. So. Ja, aber. Da habe ich doch aber auch einen Versatz drin. Da hat es auch funktioniert. Ey, sowas Blödes. Da ist in der Originalkirche ist auch so ein, also hier, ne? Da so ein Versatz und der da und, ne? Das, also daran kann es nicht liegen. Der ist da zwei hoch. Geht das auf der anderen Seite denn auch nicht aus, oder? Oder what? Oder what? Hä? Jetzt könnte man natürlich sagen, das liegt hier irgendwie an dem Versatz oder so. Das liegt an dem Versatz, weil der Versatz... Ein. Kopfkratzen? Das ist halt das Gemeine. Ich habe eben die ganze Zeit links von mir diesen Screenshot. Und da kommt das genau hin. Ah, warte mal. Moment mal. Da habe ich einen Fehler drin. Gleich hoch. Gleich hoch. Arschlecken, da habe ich einen Fehler drin. Puh. Na, sowas Blödes. Bescheuert ist das denn? Moment mal. Wie jetzt, Walter? Ja, dann dürfte das auf dieser Seite ja genauso wenig hinkommen. Verdammt! Das ist jetzt ja aber ganz schön, So, pass mal auf, ich zieh den jetzt hier einfach erstmal bis hier hin. So. Steht. Jetzt nehmen wir den nächsten. Den ziehen wir da. Ne. Irgendwie so. Also jetzt... ich bin jetzt echt gerade total verwirrt, warum das hier nicht passt. Jetzt habe ich mich so über diese Religionen und diesen ganzen Müll und Mist aufgeregt, dass ich hier echt voll den Scheiß gebaut habe. Nein, so doch nicht. Hör mal.
ich den jetzt? Nein, so nicht. Wenn ich das so baue, dann kommt es wieder hin. Dann würde es ja soweit passen. Ne, dann machen wir das so. Da muss ich denn nochmal gucken, wo jetzt hier der Fehler drin ist. Also das, ich kann das gerade wirklich beim besten Willen... Na, oder doch? Ich muss mir da nochmal kurz die Draufsicht anschauen. Nochmal anlümmeln. Da habe ich das so gelöst. Also das, was ich hier gerade sehe, da habe ich dann tatsächlich das Ganze so gelöst. Irgendwie. Irgendwo, ja genau, hier ist er dann ja irgendwo doppelt. Ach, keine Ahnung. So. Ja, wir sind auf jeden Fall durch mit dem Thema Religion. Also ich ja sowieso schon. Schon lange. Nee, verkehrt. Ach, Dummkopf. Mann. So. Machen wir hier einen Versatz rein. Muss ja trotzdem hinkommen. Eigentlich. Und, ja, naja, egal. So, ich glaube, sowas kennt keiner außer mir. Nein, so nicht. Da oben und hier geht's weiter. Den weg, den weg. Hier fliegt wieder alles weg. War ja klar. Irgendwas ist ja immer. So, so. Nachher oben nur irgendwie drei oder so. Keine Ahnung. Ja gut, dann ist da halt so ein Versatz irgendwie mit drin. Jo, nützt ja nichts. Verdammt. So, jetzt muss ich mal nebenbei. Ich habe mir zwar vorhin eine ganze Menge aufgeschrieben, aber ich muss mal nebenbei auf meinen Zettel gucken. Und dann zünde ich mir nochmal ein neues Zigarettchen an. Denn... all die von mir behandelten sprachlichen Ergüsse, die habe ich mir vorher schön alle auf einen Zettel geschrieben, über was ich dann mal so reden wollte. Und nachdem ich eben gerade mal auf den Zettel einen Blick geworfen habe, ist mir eins eingefallen, was ich jetzt von euch mal wissen will, als Tribolo-Community, als meine Zuschauer. Das hat jetzt irgendwie, ja, das ist jetzt, glaube ich, egal wie ich es ausdrücke, es kann falsch verstanden werden. Und zwar ist meine Frage an euch eigentlich, was bewegt euch, dieses Let's Play zu gucken? Nicht irgendein Trivolo Let's Play, sondern genau, haargenau das Minecraft Vanilla. Weil ich habe mich so in letzter Zeit gefragt, so im Laufe der Zeit hat Minecraft sich ja auch gewandelt, verändert und so weiter. Und da habe ich mich wirklich gefragt, lohnt es sich eigentlich generell heute noch ein Minecraft Vanilla Let's Play anzusehen? Jetzt nicht anzufangen oder weiterzumachen, sondern wirklich anzusehen. Was sind so eure Beweggründe, mein Minecraft Vanilla Let's Play anzusehen? Ich meine, jeder muss ja irgendwie dafür seinen eigenen Beweggrund haben. Irgendwie. Ja, ich meine, es liegt jetzt nur daran, wie was ich schnacke, weil das hier ist ja nur auch das Schnack-Let's Play Number One. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Sache, die, denke ich mal, jeder Let's Player irgendwo irgendwann mal in seiner Laufbahn erkannt hat. Ja, also Minecraft ist einfach wirklich ein Let's Play, wo man mal so schön über alles schnacken kann, wo man wirklich auch mal so die Community ein bisschen mit einbeziehen kann, wo man dann halt auch mal so Fragen an die Community stellen kann, sich selber auch mal so halt, ne? Also was sind so eure Beweggründe wirklich, warum guckt ihr dieses Let's Play? Und wie gesagt, ich möchte das Ganze jetzt wirklich nur einzig und allein auf Vanilla beziehen und nicht auf andere Dinge, RET zum Beispiel, oder irgendwelche Projekte, die vielleicht noch kommen. Ich habe da was von YOLO gehört. Habe ich mal so gehört.
Gehe ich aber nicht weiter drauf ein. So, ich suche mir gerade mal einen Screenshot, der da jetzt aber nicht irgendwie mit bei ist. Aber, hä? Die habe ich doch mit rüber kopiert. Ei, bin ich blöde oder was? Ach, hier meine ganzen alten Thumbnails. Ulala, wie kommen denn die dazwischen? Weil ich muss jetzt nämlich mal gerade, ich kriege gerade den Abschluss nicht so recht in meinen Kopf rein. Den Abschluss in die Richtung, ach, den habe ich so verunstaltet. Oh, das ist aber, oha. Das, da habe ich mir aber, du ne Fetter, du. Das war ja wieder ein kranker Scheiß, den ich da dann... Oh. Da hab ich mir ja wieder was einfallen lassen, ey. Echt auf der... Oh, tatsächlich. Hallo, Enderman. Indy. Indy Manny. Dann so. Nee, die brauche ich. Die Slaps. Echt, warum habe ich das denn so kompliziert gemacht? Zumal das geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist hier mit dem Dach gar nicht möglich. Was ich da jetzt so vorhab. Das habe ich ja komisch auslaufen lassen. Merkartig. Mal hier anders. Das machen wir anders. Das machen wir so. So, lieber Männer, heute kommen wir zur folgenden erotischen Frage. Klang so ein bisschen eher wie Reich Ranitzky, aber nicht wie Dolly Buster. Okay, gut, lassen wir das. Musste mal sein. Das musste mal raus. Ne? Das ist genauso, wie ich neulich euch Smörrebröt von dem Koch aus der Muppet Show gesungen habe. Ja, sowas passiert halt, ne? Also, gerade so beim Toben. Ja, sowas passiert beim Toben. So. Und jetzt muss ich ja mit dem einmal so rum. Genau. Ja, genau. Achso, und dann kommt der andere Ansatz da, den ich da eben hatte, der kommt dann ja automatisch. Ich bin ja ein Profi. Kranker Typ, ey. Krank, ey. Krank. Ich hab ihn nicht angeguckt. Die Fresse da unten, du Arsch. Jetzt hab ich dich angeguckt. Du sollst das Maul halten. Du Penner. Kennt ihr das eigentlich? Hier, die Oma-Gang? Gib mir mal dein Handy, du Penner. Ihr müsst ihr mal bei YouTube mal echt mal eingeben. Die Oma-Bande. Ich hab so gefeiert. Ey, vielleicht teile ich das mal mit euch bei Google Plus. Aber dafür müsst ihr bei Google Plus angemeldet sein. Gib meinen Pfeil wieder. Dankeschön. Also die Oma-Gang. Absolut geil. Ne, da so ein paar, weiß ich nicht, 6 Rentnerinnen und so. Alter, also die schikanieren da irgendwelche Jugendlichen und so. Also das ist. Das ist so geil, ey. Wie ich eben sagte, von wegen, gib mir mal dein Handy, du Penner. Und dann guckt sie so auf das Handy und sagt, das ist ja nicht mal mit integrierter Kamera. Und dann die erste wieder, du Penner. Das ist so geil, ey, ich hab so gefeiert. Ist lustig. Ja, wenn der Trivolo nicht mehr so recht weiß, was er sabbeln soll, dann sabbelt er halt auch mal so einen Stoß. Ja, aber ich bin echt, so mein Dings habe ich abgehakt, ne? Cool, cool. Ja, trotzdem so, Minecraft im Wandel, das ist noch so ein Punkt. So ein Pünktchen. Pünktchen, Anton. Haha. Ich glaube, auch das kennt niemand mehr heute. Egal. Minecraft im Wandel der Zeit. Da habe ich dann ja auch, als ich neulich ein bisschen Fremdfan gesehen habe. Hier ist ein Fehler. Hier ist ein Fehler. Hier ist ein Fehler. Hier ist ein Fehler. Oh.